What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Hm. Stimmt, wir hatten ja auch so einen Moment, da hatte sich David mit Nathan unterhalten. Aber warum? Hm. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Ich kann mir vorstellen, dass David bewaffnet ist. Das würde zu ihm passen. Was ist hier? Pappkarton. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Ja. Das erinnert mich an die Stelle vorhin, als Chloe meinte, dass Max Chloe ruhig mal etwas machen lassen soll, was sie machen will, und dann, dass sie ja dann wieder zurückspulen kann. So läuft das leider nicht, Chloe, weil wenn du es gemacht hast und Max es wieder zurückgespult, dann hast du es wieder nicht gemacht und kannst dich nicht daran erinnern. Die einzige Person, die das weiß, dass du es gemacht hast, wäre dann Max, und das bringt dir ja nichts, weil du das willst. Immer so, liebe Chloe. Naja, egal. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen, und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin, und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Ja. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein bisschen helfen, wenn er sich mal ein bisschen erklären würde. Und das geht halt am besten schriftlich, weil wenn man sich schriftlich erklärt, kann keiner dazwischen reden. Was haben wir hier? Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Haben wir es nicht gemacht? Von Raymond Wells an David Madsen. Trotz unserer recht hitzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß, Direktor Wells. Also für erfolgreich. Ich glaube, wir haben schon unterschrieben, oder? So war das doch. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Okay. Von Michelle Grant an David Madsen. Ich brauche keine Überwachungskamera, um diese Aufregung zu kommen zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Miss Grant. Okay. At least he has one weird fan. Von Anonym an David Madsen. Sehr geehrter Mr. Madsen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühle mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren. Und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Wish I had surveillance footage of that conversation.
von David Madsen an Raymond Wells. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell-Akademie und ohne mich wird er sich ausbreiten. Mit freundlichen Grüßen, David Madsen. Moment mal. Das heißt, er hat seinen Job an der Blackwell-Akademie verloren? Aber wie? Ich meine, ich kann mich daran nicht erinnern. Oder habe ich da irgendwas vergessen? Oder war das Moment? Das war jetzt... War das jetzt in Verbindung Nee, wie kam das zustande? War das jetzt mit der Kate-Geschichte, dass er das nicht verhindern konnte? Oder... Nee, irgendwie muss ja rausgekommen sein, dass er Leute überwacht oder sowas, ne? Das ist ja... Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wie ist es dazu gekommen, dass er seinen Job verloren hat? Also hier stand ja... Moment, wenn ich mir das anschaue. So. Hier steht... ich war wütend, aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler. Also ich war wütend, meine Stellung aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren. Moment mal, wen haben wir damals die Schuld gegeben? Das war doch Nathan, oder? Wir haben doch Nathan die Schuld gegeben, oder? Daran, dass Kate springen wollte. Oder haben wir David beschuldigt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das würde Sinn ergeben, wenn wir David beschuldigt haben. Wir haben ja Nathan beschuldigt, ne? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wie er seinen Job verloren hat. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Weil wir haben es ja verraten, dass David Leute überwacht, aber das haben wir ja nur Joyce verraten. Ich denke mal nicht, dass Joyce ein Interesse daran hat, ihm auch noch den Job zu nehmen. Oder? Weiß ich nicht. Vor allem ist sie ja keine Schülerin, Joyce. Das würde ja auch nicht passen. Nee, das kann ja gar nicht so gewesen sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Surveillance-Cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Hm. Ja gut, dass er für die Prescotts arbeitet, das ergibt jetzt irgendwie Sinn nach dem, was auch in Verbindung mit Nathan da vor sich geht. Dass er ihm da irgendwie Gefallen tut. Keine Ahnung, was da jetzt genau sein soll. Ich bin verwirrt. So viele Dinge passieren hier. Es verwirrt mich. So. Hier haben wir die Supplies, die Vorräte. Und hier geht die Tür jetzt auf, ne? Ha. Okay, die Tür kann man nur von innen. Also von der Garage aus öffnen, wenn sie so ist. Oder so. Anscheinend. Und das... Ah ne, das ist Chloes Auto. Ich dachte schon, das wäre das Auto von David. Der ist ja jetzt weg, ne? Ja. Ja. Ein Nest. Oh. Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Okay. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Okay. Wollen wir ein Foto machen? Excuse me. Just one picture, please. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Mich wundert es ein bisschen, dass sie so verrückt nach einem Foto ist hier. Oh, please don't make these little birds die like the others. Und ich frage mich auch, inwiefern jetzt das
die geschützt werden hier drin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn Vögel überhaupt hier drin leben. Ich meine, die Garage ist doch gerade zu. Ist doch gerade nicht so gut. Moment mal. Moment mal, hätten wir den Vogel vielleicht drin lassen sollen? Ist er jetzt draußen und kommt nicht mehr rein? Wobei, wenn er jetzt drin ist, ich meine, ist sowieso die Frage, wie er seinen Nachwuchs füttern soll. Wenn er hier eigentlich ständig zu ist oder so. Weiß ich nicht. Wir machen mal das Foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Okay. Max, you better put that plank back to protect the nest. This plank is good for okay, nest sie sagt protection, immer das Gleiche. But schade. Bad for a nest photo. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy legs. Sagt jetzt immer noch das Gleiche. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Excuse me. Just one picture, please. Du hast doch schon ein Bild gemacht. Ich wollte nur gucken, wie sie darauf reagiert, wenn ich das nochmal machen. Max, you better put that plank back to protect the nest. Ja, okay. Ich wollte sowieso wieder komplett zurückspulen. Alles, was wir hier gemacht haben. Einfach nur zur Sicherheit. So, ich glaube, jetzt haben wir hier nie was gemacht. An der Stelle. Alles gut. Gut, was gibt's sonst noch? Hat gerade so gespiegelt, so hier gestrahlt, geglänzt, so. Wie auch immer. Geglänzt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Was haben wir hier? Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Looks like you need a code to open this. Or a way to break in. I know this padlock. Das ist ein Hinweis, oder? Die kennen dieses Schloss. For once, I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Wieso? Nicht mal versuchen? Und zwar, I don't have time to search for the code. Oh, I need to find a way to break this padlock. Und zwar, Moment. Es gibt die Möglichkeit, dieses Schloss zu knacken oder es zu zerstören, wie mit dieser Brechstange. Jedenfalls. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt, ob ich das hier gerade mal demonstrieren kann. Schauen wir mal gerade. Denn. Moment, wie kommt man hier so und dann. Hier muss man das, glaube ich, machen, ne? So. Ob wir das hier finden? Dafür muss ich es mir auch angeschaut haben. Wobei ich weiß. Ich weiß es auch auswendig, aber ich möchte es demonstrieren. Da, guck hier. 7171. Das ist genau dieses Schloss. Wir haben das schon mal gesehen. Genau, ich habe mich beim... Ich weiß noch, ich musste hier an der Stelle den Spielstand ein bisschen wiederherstellen, weil er beim Übertragen auf meinen neuen Rechner irgendwie nicht alles übernommen hat. Jedenfalls ist hier das Schloss. 7171. Das wusste ich sogar auswendig, kann ich an der Stelle sagen. Dann möchte ich aber gerade mal schauen, wenn ich ihn nehme. Kann ich ihn nehmen und das trotzdem... Ich traue mich irgendwie nicht. Nee, ich nehme den nicht. Ergibt ja auch gar keinen Sinn, die zu nehmen. Denn ich kenne den Code. Ich wusste ihn sogar auswendig. Ich möchte nur mal damit angeben, dass ich so ein gutes Gedächtnis habe.
Also 7. 1. 7. 1. Yes, I knew that number would be important. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Ich möchte an der Stelle nur noch mal sagen, damals, als ich diese Episode zum ersten Mal durchgespielt habe, ja, konnte ich mich auch noch an die Nummer erinnern. Haha. Ich habe so viel Zeit mit den vorherigen Episoden verbracht, bis diese Episode rauskam. So viel. Ich wusste irgendwie alles auswendig, jede Information. Deswegen dachte ich, oh, Schloss, weiß ich doch noch. Und ich wusste sogar noch die Nummer auswendig. Ich musste es nicht mal nachschauen. Ich wusste das tatsächlich noch so, ohne zu wissen, dass die irgendwann mal wichtig werden würde. So verrückt war ich da, als es noch alles frisch war. Dann fand ich, da kam ich mir echt so vor wie der beste Pro-Gamer aller Zeiten. Als ich das auf Anhieb hingekriegt habe. Und dann habe ich Let's Plays geschaut und die haben alle versagt. Ach, war das schön. Naja. Wir haben Koordinaten von das Twin Peaks. Das ist das Auto von Chloe. Dann ist hier ein... Das Bild... Moment. Das war die Szene als... Genau. Das war so... Genau. Das war die Szene als Nathan gekommen ist. Als Max und Warren sich unterhalten haben. Dann kam Nathan. Dann kam Chloe. Und dann ging's rund. Und kurz danach, das hat man ja gesehen in der Szene, als die dann weggefahren sind, kam dann kurz hinterher, kam David angelaufen. Aber erst hat er das Foto gemacht, anscheinend. Twilight Zone. Dahinter ist 6 Feet Under. Auf den als Nummernschild. Und hier frage ich mich, an welcher Stelle das Foto gemacht wurde. Das ist auf jeden Fall im Hof von dem vom Wohnheim. Interessant. Wo war David denn da? Also das muss in dem Hof von dem Wohnheim sein. Das ist ja dieser Baum, der da in der Ecke steht. Da stand Max davor und es kommt so David so ungefähr aus Richtung des Tobanga. Dieses Totems. Da muss er irgendwie gewesen sein. Ich glaube, es ist so die Perspektive ungefähr. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte ungefähr hinkommen. Dass es vielleicht ungefähr diese Perspektive ist. Muss er da sich irgendwo versteckt haben und das Foto gemacht haben. Interessant. Score. Back to Chloe now. So. Ich würde sagen, da war nichts mit dieser Brechstange hier. Haben dich nicht gebraucht, kleiner Freund. Weil ich so ein gutes Gedächtnis habe. Ach ja, ist das schön. Ach ja, das war so toll, als ich das beim ersten Mal geschafft habe. Glaubst du gar nicht. Kann man ja nicht ahnen, dass man das mal brauchen würde, diesen Code. Und dann braucht man den tatsächlich. Und die anderen Let's Player kriegen es nicht gebacken. How much drama this living room has seen. Ja, das stimmt auch. Bis wenn man zurückgeht, vor 5 Jahren, ging es das Drama schon los. Spätestens dann zumindest. Aber wir können Chloe von hier aus rufen. Und wir haben ja jetzt eigentlich alles. Ach nee, guck mal, hier habe ich mich noch gar nicht hingesetzt. Oder? Nö, habe ich nicht. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny?
I wonder if Chloe would hate me for keeping her alive. But I couldn't do it. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Weil irgendwie stimmt das ja mit den mehreren Zeitlinien. Irgendwie schon. Irgendwie gibt's die. Aber irgendwie würde ich auch sagen, gibt's sie nicht. Weil Max hat ja Veränderungen vorgenommen, sodass diese Zeitlinien eigentlich nie existiert haben. Also sie haben in ihrem Kopf dann irgendwie im Nachhinein doch existiert, aber so für das, was jetzt zählt sozusagen, haben diese anderen Zeitlinien nie existiert. Das heißt, es gibt diese Max im Vortex Club, gibt es nicht. Es gibt keine Chloe mit Querschnittslähmung. Und es gibt keinen William, der in Schulden versinkt. Gab es vielleicht mal irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist so eine Glaubenssache, weil man kann es ja irgendwie nicht beweisen, wie das jetzt tatsächlich ist mit diesen verschiedenen Zeitlinien, aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das einfach nur so was Schönes, was man sich einreden kann, dass diese andere Realität jetzt doch irgendwie gar nicht existiert, weil die war ja schlimmer als die, die wir jetzt hier haben. Zumindest so aus subjektiver Sicht. Vielleicht ging es anderen Leuten besser. Vielleicht ist Warren ja glücklicher gewesen in dieser anderen Welt. Wer weiß. Naja, ich würde sagen, ich habe da schon ziemlich viele, mir schon ziemlich viele Gedanken drüber gemacht. Es ist vielleicht langsam mal Zeit, ein bisschen weiterzumachen.